Schönen guten Tag, herzlich willkommen hier im Open Space, meine Damen und Herren, kommen Sie ruhig alle näher. Hier wird gleich diskutiert. Mein Name ist Katja Böhne, ich leite die Kommunikation bei der Frankfurter Buchmesse und leite jetzt auch gleich über zu einem gemeinsamen Projekt, das wir dieses Jahr mit Audi erstmals auf die Beine gestellt haben. Wir probieren hier was aus. Wir beide, die Frankfurter Buchmesse einerseits und die Audi AG andererseits, brauchen viele Punkte, viele neue Ideen, um unsere Zukunft erfolgreich auch in die Hand nehmen zu können. Wir sprechen in den nächsten 5 Tagen darüber, wie Ideen entstehen, wo sie herkommen, mit wem wir gemeinsam die besten Ideen haben. Und zu diesen Talks haben wir jetzt mal, wie ich finde, sehr hochkarätige Experten zusammengekommen. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Nach den Open Talks wird es ein kollektives Geschichtenerzählen geben, auch hier. Das sieht nochmal ganz anders aus, was die Form betrifft am Ende. Aber versuchen wir auch dort herauszufinden, wo die guten Ideen herkommen. Und ich hoffe jetzt auf sehr spannende, sehr aufschlussreiche und auch sehr inspirierende Diskussionen. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zu diesen ersten Open Talks auf der Frankfurter Buchmesse im Open Space. Wir wollen versuchen, gemeinsam in der Runde das zu tun, was die Frankfurter Buchmesse zusammen mit Audi hier auch vorhat, nämlich die Vernetzung herzustellen und die Frage zu beantworten, wie neues Denken möglich sein kann. Vielleicht tun wir das ja auch schon alltäglich im kleineren oder größeren. Das reicht bei der Frage, where do good ideas come from, natürlich von der sozusagen biologischen Software in unserem Gehirn bis zum Erkenntnisfortschritt und wie er denn möglich ist in einer technisch vernetzten und auch globalisierten Welt. Und ich hoffe, dass natürlich das auch formal hier in der Runde möglich sein wird, dass wir nicht nur Statements abgeben, sondern uns gegenseitig befruchten können. Mein Name ist Karin Fischer, ich bin Kulturredakteurin beim Deutschlandfunk und ich möchte Ihnen kurz die Gäste vorstellen, die mit hier in der Runde sitzen. Marion Schreer, sie könnte man vielleicht bezeichnen als eine Managerin dieses neuen Wissens. Von Haus aus Literaturwissenschaftlerin hat sie eine Internetplattform Eurykia gegründet, um dort ein Experimentierfeld zu schaffen für den anderen, für den vernetzten Literaturbetrieb. Außerdem hat sie das Projekt StreetU gegründet, in dem Kurzgeschichten ganz unterschiedlicher Autoren miteinander verknüpft werden über Straßennamen und Straßenorte, und sie werden es später noch erläutern, sozusagen die Gelegenheit auch zum neuen Lesen gegeben wird. Gerald Hüther ist Neurobiologe, Hirnforscher und Autor, der über die Evolution der Liebe ebenso geschrieben hat wie über die Biologie der Angst. Mit ihm werden wir unter anderem klären, ob neues Denken Glücksgefühle hervorrufen kann, falls es nicht uns eher in die Unsicherheit stürzt. Und sein jüngstes Buch kann da vielleicht die Richtung weisen. Das heißt, was wir sind und was wir sein könnten, ein neurobiologischer Mutmacher. Richard David Brecht, Philosoph und Autor, beschäftigt sich mit ähnlichen Themen von der anderen Seite her. Sein Buch Wer bin ich und wenn ja, wie viele, kennen Sie natürlich. Außerdem hat er sich mit der Bibel als einem unordentlichen Gefühl beschäftigt und im Moment schreibt er ganz viel über diese unordentlichen Wesenszüge, die das Gesellschaftswesen im Moment darstellt, mit vielen Essays zum Beispiel in Spiegel zuletzt unter der Fragestellung immer mehr ist immer weniger, wer bestimmt eigentlich über den Fortschritt. Und ich begrüße herzlich Buchmessenchef Jürgen Groß, den Mitinitiator dieser Gesprächsreihe, der sich professionell mit dem Fortschritt in einer Branche zu beschäftigen hat, die sich radikal verändert, nicht nur durch E-Publishing. Eine Veranstaltung heute auf der Buchmesse nachmittags fragt explizit, wann ist ein Buch ein Buch? Denn Jürgen Groß sagt, die Texte, sie werden flüssig. Sie werden künftig nicht mehr zwischen Buchdeckeln stattfinden, sondern zum Beispiel in der Cloud.